Was gibt es Neues in der Filmwelt mit Filmsteak? Seit Sommer 2020 ist bekannt, dass Amazon an einer Fallout-Serie arbeitet. Ja, ich rede hier von dem Spiel Fallout. Das Westworld-Duo Lisa Joy und Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, und die Marvel-Drehbuchautorin Geneva Robertson-Dwarrett sowie der Office-Drehbuchautor Graham Wagner sind bei diesem Projekt federführend. Nun ist nämlich auch der erste Darsteller für eine der Hauptrollen bekannt. Und zwar Walton Goggins, der unter anderem durch seine Rolle in Django Unchained bekannt ist. Es ist geplant, dass Nolan die Fallout-Welt mit seiner ersten Folge eröffnet und sich die anderen Drehbuchautoren daran dann orientieren müssen. Laut Verity soll der Drehstart noch 2022 stattfinden und vermutlich 2023 die erste Folge erscheinen. Offiziell bestätigt ist aber noch nichts. Ich als großer Fallout-Fan kann es natürlich kaum erwarten, die Serie zu sehen. Wie sieht es bei euch aus? Und auch beim Spin-off von The Walking Dead, Tales of the Walking Dead, tut sich was. Der Cast füllt sich nämlich immer mehr. Neben dem Brooklyn Nine-Nine-Star Terry Crews sind nun auch Olivia Munn, Jesse T. Usher, Amber Stawitz, Danny Ramirez und Loan Chavanol am Start. Im Sommer dieses Jahres soll das Spin-off erscheinen. Das werden wohl noch ein paar lange Monate bis dahin. Freut ihr euch schon? Schreibt es mir in die Kommentare. Und das war's schon wieder mit...